Hallo, ich wollte jetzt gerade schon sagen, an diesem Mittwoch, wir haben heute Mittwoch, weil so fange ich bei Instagram immer meine Stories an. Ja, bin jetzt mal gerade ins Wohnzimmer, aber ihr gehört es wahrscheinlich schon an der Geräuschkulisse. Das ist gar nicht so einfach hier zu vloggen mit Kindern, aber ich meine, das ist euch ja bewusst. Der Moritz ist ja eh zu Hause, der kommt jetzt hier gucken. So, zweiter Versuch hier zu starten. Ich habe den Moritz jetzt gerade hingelegt, der ist sehr müde. Und habe heute auch die Maya zu Hause, die hatte heute keine Lust auf Kindergarten und ich sehe das halt noch sehr entspannt. Solange ich hier zu Hause bin, kann sie natürlich dann auch, wenn sie keine Lust hat, zu Hause bleiben. Dennoch ist es natürlich dann für mich auch mehr Aufwand, weil ich natürlich versuche, morgens irgendwie auch was zu schaffen, im Haushalt, Instagram und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, also lange Rede, gar keinen Sinn. Ich muss mal schauen, wie ich heute hier reinkomme, wie dieser Vlog wird. Seht es mir nach, wenn das hier zu viel Gebabbel wird. Zu eintönig, ich weiß es noch nicht. Ja, wir versuchen es einfach mal. Genau, was wollte ich eigentlich erzählen? So, Moritz habe ich jetzt gerade hingelegt. Die Maya ist gerade ein bisschen was am Basteln. Die Mali müsste gleich nächsten 10, 15 Minuten aus der Schule kommen. Dann werden wir Mittagessen. Habe das Mittagessen auch schon fertig. Gibt heute ganz unspektakulär Spaghetti Bolognese. Und ja, warum melde ich mich? Genau, morgen steht nämlich was an, nämlich Malis 7. Geburtstag. Und das heißt im gleichen Zug hier, dass ich auch schon, beziehungsweise nicht schon, aber vor 8 Jahren sogar hier mit YouTube angefangen habe, mit der ersten Schwangerschaft und der Fehlgeburt und natürlich dem Kinderwunsch und dann Schwangerschaft mit Mali und alles. Und ja, irgendwie hat es mich heute dahin gerufen, dass ich mich ja, irgendwie bei YouTube heute nochmal zurückmelde. Ich werde euch einfach so ein bisschen mitnehmen, wenn wir heute Abend ein bisschen vorbereiten für morgen früh. Und euch einfach so ein bisschen zeigen, Deko, was die Mali so zum Geburtstag bekommt, Kuchen und so weiter und so fort. Kann aber auch schon mal ein bisschen erzählen. Also morgen hat sie Geburtstag, das ist ein Donnerstag, der 25. Januar und hat natürlich dann auch nochmal Schule. Wir werden sie aber morgen zur Schule fahren, damit wir einfach ein bisschen mehr Zeit haben. Sonst fährt sie halt immer mit dem Bus und muss um 6:45 das Haus verlassen. Und genau, morgen früh machen wir dann Geburtstagsfrühstück. Wir singen, es gibt Kuchen und Deko und Geschenke. Dann ist sie in der Schule. Und nachmittags feiern wir ihren Kindergeburtstag in einem Indoor-Spielplatz in so einem Landalpark. Das ist so ähnlich wie Center Park. Und wir haben das reserviert für sie und ihre Klassenkamerade, für ihre Freunde. Ja, und sind einfach mal ganz gespannt. Vor allem richtig cool. Ich muss mich halt um nichts kümmern. Bezahlt, glaube ich, 15 Euro pro Kind. Da ist der Eintritt mit drin, ein warmes Mittagessen im Restaurant, Getränk. Einen Kuchen mussten wir noch extra dort bestellen. Die dekorieren aber auch alles und kümmern sich um alles. Und ja, wir haben halt keinen großen Stress. Und es hat auch folgenden Hintergrund, weil wir haben ja, die aufmerksamen Zuschauer von euch wissen es vielleicht, die Situation, dass die Maya 2 Tage später Geburtstag hat. Also am Samstag, am 27. hat die Maya auch Geburtstag, das ist ihr 4. Geburtstag. Und dann ist es mir ganz lieb, dass wir Malis Kindergeburtstag wirklich keinen Stress haben. Das Einzige, worum ich mich gekümmert habe, ist diese Geburtstagstütchen. Ja, auch bei uns gibt es, obwohl Mali Geburtstag hat, kleine Geschenktüten für die Gäste. Das macht hier leider jeder so und ich finde es natürlich überflüssig, aber mein Kind wünscht es sich und die Kinder freuen sich und von daher finde ich, ist auch egal, macht irgendwie jeder und man, ja, wie so ein Gruppenzwang macht es halt mit. Zeige euch aber nachher, was bei uns in den Tütchen gelandet ist. Genau, und ansonsten, ja, schaue ich mal heute Nachmittag, glaube ich, werde ich halt nicht so viel mitfilmen, weil ich halt natürlich bei den Kindern bin und mit den Kindern halt nicht so viel mitfilme, aber dann, wie gesagt, jetzt über die nächsten Tage gestückelt. Ja, dann Freitag ist dann auch nochmal, also nach Malis Geburtstag kommen Simmis Eltern, weil die fahren am Sonntag, wenn wir eigentlich mit der Familie feiern, in Urlaub. Und daher kommen die Freitag dann zum Nachfeiern für Malis Geburtstag und zum Vorfeiern für Mayas Geburtstag. Samstag hat Maya dann Geburtstag, dann haben wir Kindergeburtstag und Sonntag dann, ja, die restliche Familie. Und dann sind wir durch. Montag feiert Maya dann noch im Kindergarten nach, dann muss ich dann auch nochmal ein paar Muffins, backen und dann sind wir wirklich durch. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt zu lange ist. Jetzt sehe ich hier auf meiner Uhr 4 Minuten gequasselt und weiß gar nicht, ob sich das jetzt jemand anhört und wie lange der Vlog dann überhaupt wird. Weil wenn ich überlege, jetzt filme ich die nächsten Tage mit und quassel so viel. Naja, ich höre jetzt mal auf. Wir essen jetzt mal, warten auf die Mali, beziehungsweise warten erst auf die Mali und essen dann. Und nehme euch jetzt einfach so ein bisschen mit. Und ja, nochmal, verrückt, oder? 8 Jahre. 8 Jahre ist es her, da habe ich hier mein erstes Video veröffentlicht. Also echt heftig. Kennt ihr schon die Hexenbraut? Pimpanelle Zwiebelhaut. Rückwärts steigt sie aus dem Bett, reibt sich ein mit Stiefelfett.
kocht sich Seifenblasentee, Scheuerlappen mit Gelee, Frösche, Bein und Tintenflexe, ja, das mag die kleine Hexe. Nix verschlammern, nix verschütt, guten Appetit. Wir waren jetzt zwischenzeitlich noch im Kinderturnen, also Moritz, Meier und ich. Simi ist jetzt gerade von der Arbeit gekommen und die Mali ist noch bei ihrem Papa, die kommt aber natürlich heute Abend wieder. Kommt mir aber ganz gelegen. Ich fange nämlich jetzt mit ihrem Geburtstagskuchen an. Sie hat sich einen bunten Kuchen gewünscht. So soll der aussehen. Ja, ich werde dann mal mein Glück versuchen und wir werden morgen früh sehen, ob das dann auch sowas geworden ist. So, jetzt haben wir den Teig gemacht. War ein Tassenkuchen und 4 Teige abgetrennt. Jetzt haben wir einmal hier, ich hoffe, man sieht das, rot, grün, blau und ich habe hier orange gemacht, weil gelb ja, ist der Teig ja sowieso. Und jetzt versuchen wir den mal so zu schichten. Also, laut Rezept holt man quasi, ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit einer Hand hinbekomme, einen Löffel und ja, super, Lisa. Warum ist das läuft Auto? Schon. Ich weiß nicht, muss mal Papa gleich fragen. Dann holt man den nächsten Löffel und soll das quasi dann so da reingeben und immer weiter. Und so bekommt man das Muster. Ja, ich versuche es dann mal. Es funktioniert tatsächlich. Also ich glaube, man sieht das ganz gut. Das verteilt sich jetzt so und dann gibt es nachher ein richtig schönes Muster. Und wir sind fertig. Das ist dann der Geburtstagstisch mit den Geschenken und ein bisschen Dekoration. Natürlich der Geburtstagszug, das ist bei uns Tradition. Genauso wie die Geburtstagskrone, eine 7. Ich habe eine schöne Luftballon-Girlande gezaubert. Genau, ein paar Luftballons, wie gesagt, Geschenke. Eine große 7 ist immer ganz wichtig. Ja. Und hier, hier steht auch noch Happy Birthday. Das Praktische ist, wir können das dann immer noch stehen lassen für Maya, nur die Zahlen ergänzen. Ja. So, hallo an diesem Donnerstag. Ja, wir haben heute Morgen sehr schön Malis Geburtstag reingefeiert. Reingefeiert? Quatsch, war ja kein Mitternacht. Also wir haben sehr schön Malis Geburtstag gefeiert und dann haben wir sie zur Schule gefahren, dass sie einfach ein bisschen mehr Zeit hatte. Jetzt nutze ich gerade die Chance, der Simi hat heute Urlaub, der ist jetzt die Maya abholen aus dem Kindergarten. Moritz macht Mittagsschlaf. Wir haben jetzt noch 2 Stunden Zeit, dann beginnt der Kindergeburtstag am Indoor-Spielplatz und ich zeige euch jetzt einmal, was wir in die Geschenketütchen gepackt haben. Also hier stehen sie schon und ich nehme jetzt hier einfach mal eine raus. Es ist einmal drin so ein lustiger Strohhalm für jeden. Dann so eine Pfeife, wo man reinbläst und dann schwebt dieser Ballon. Dann einmal Tattoos für jedes Kind. Was haben wir noch? Hier so Ziehautos, die sind mega cool. Genau, die drehen sich auch so. Einen Flummi und jeweils 2-mal Haribo für jedes Kind. Genau, ist natürlich viel Plastikmist, aber ja, im Endeffekt sind das noch ganz coole Teile und ich denke, die Kinder werden sich freuen. Genau, und es war nicht so teuer. Und Malis Geschenke kann ich euch auch einmal zeigen. Sie hat einmal ein ferngesteuertes Auto bekommen in Blau. Habe mich jetzt für so eins für 24 Euro entschieden. Es war gut bewertet bei Amazon, weil ich nicht weiß, ob das jetzt so lange interessant ist. Das kann sie jetzt mal austesten und wenn es ihr gut gefällt, kann sie sich ein größeres, hochwertigeres aussuchen, wünschen irgendwann. Dann hat sie eine Alexa für Kinder bekommen. Die habe ich beim Black Friday schon geshoppt. Normal kostet die 75 Euro. Beim Black Friday habe ich 26 Euro bezahlt. Dann hat sie bekommen Catan Junior. Ich habe Catan geliebt als junger Erwachsener oder als Teenager habe ich Catan geliebt. Jetzt fangen wir mal mit Catan Junior an. Wir lieben Gesellschaftsspiele, wir haben so viele, deswegen ist es total schwer, da immer was zu finden, was wir noch nicht haben. Dann hat sie einmal hier so Kinetic Sand bekommen, das ist ja so Zaubersand, auch das erste Mal, testen wir mal. Dann von, für die Barbie noch so ein neues Outfit, dann so einen coolen Trinkbecher. Hatte ich noch entdeckt, dann habe ich das noch dazu geholt. Und für ihren Schulranzen noch so einen Pferdeanhänger. Sie hatte nämlich einen dran und der ist leider verloren gegangen und jetzt hat sie einen neuen. Und ja, Mali kriegt trotzdem so einen Strohhalm, auch wenn sie jetzt keine Geschenketüte bekommt. Und das waren so die Geschenke von uns. Ah, den Kuchen habe ich gar nicht gezeigt. Der ist so cool geworden. Seht ihr das? So, so, so schön. Der schmeckt richtig gut. Kann ich absolut empfehlen. Ich melde mich auch mal schnell zwischen an diesem Samstag, dem 27. Januar. Heute haben wir Mayas 4. Geburtstag. Ja, und genau, ist uns ganz gut gelungen. War gestern ein bisschen stressig. Die Kinder waren gestern ein bisschen spät im Bett. Wir haben ja gestern mit Oma Opa, also mit Simis Eltern und der Uroma, Simis Oma, zusammen
noch Geburtstag nachgefeiert und vorgefeiert, weil die quasi morgen im Urlaub sind, wenn wir feiern. Und sie waren hier, es gab Kuchen und dann waren wir noch Pizza essen. Und bis wir dann daheim waren, alle Kinder im Bett, war es 21:30. Und dann mussten wir nochmal Kuchen backen, umdekorieren, quasi die vier alles und Kuchen dekorieren. Ja, aber hat gut geklappt. Maya hat sich heute Morgen sehr gefreut. Singen durften wir nicht, das ist bei Maya schon immer so. Und bei mir war das als Kind übrigens auch so. Ich mochte das auch nie, wenn gesungen wurde an meinem Geburtstag, habe mich unterm Tisch versteckt. Heute ist das anders. Heute liebe ich Geburtstage. Aber ja, sie hat sehr über ihre Geschenke gefreut. Zeige ich euch auf jeden Fall später noch. Aber heute ist ein bisschen stressig. Wir haben Kindergeburtstag. Die sind oben am Toben. Ich mache gerade hier Chicken Nuggets und Pommes. Und ja, nur 2,5 Stunden, ganz entspannt. In dem Alter ist es noch nicht so. Wir haben Stopptanz gespielt, Topfschlagen gemacht. Ja, reicht schon. Und genau, dann hat die Mali nachher Vorprobe von ihrer Garde, bald ist schon fast nach nächste Woche der erste große Auftritt. Und heute Abend kommt noch Mayas Patentante mit Familie, weil die am Sonntag auch im Urlaub sind. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, wenn ich mich wiederhole, sorry. Und wir haben für morgen eine Platte beim Türken bestellt, so eine Antipasti-Platte mit Dips, Oliven, Peperonis, alles. Und haben morgen dann wirklich keine Arbeit. Ich mache dann morgen früh noch ein Blech Fanta-Schnitten. Zeige ich euch dann morgen Abend, wenn alle weg sind, nochmal Muffins für den Kindergarten und dann sind wir durch. Heftig, aber dann haben wir 2 Geburtstage dieses Jahr schon. Check. Das ist übrigens Mayas Geburtstagskuchen, sieht natürlich jetzt nicht mehr so schön aus. Das hier war eine 4. Kerze gab es auch. Das ist ein Schokonusskuchen. Maya liebt Schokokuchen. Ja. Das Chaos ist schon ausgebrochen. Hallo an diesem Sonntag, 28. Januar. Ich habe mich jetzt mal fertig gemacht. Wir haben schon 12:30. Moritz schläft jetzt seinen Mittagsschlaf. Mali ist noch bei ihrem Papa. Die kommt um 14 Uhr zurück. Und 14 Uhr kommt auch meine Freundin, das ist die Patentante von der Maya. Und um 3 Uhr kommen die anderen Gäste. Genau, wir haben jetzt hier schon aufgeräumt, Tisch gedeckt. Simi holt ein paar Stühle aus dem Keller. Baguette waren wir schon kaufen. Und genau. Kuchen steht schon auf dem Tisch. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, noch einen Kuchen zu machen. Ich wollte eigentlich so Fanta-Schnitten noch backen. Aber wir haben tatsächlich noch 2x Schokokuchen übrig. Und den Regenbogenkuchen von Mali hatte ich eingefroren. Und habe den jetzt einfach nochmal rausgenommen. Sind 3 Stücke noch. Das reicht dicke, damit der Antipasti-Platte. Und wir machen ganz gemütlich alles auf den Tisch. Und jeder nimmt sich, worauf er Lust hat. Und so lange wird das eh nicht heute gehen. Morgen ist ja wieder Schule, Kindergarten, Arbeiten. Aber ja, ich finde, wir haben die Geburtstage dieses Jahr so entspannt wie nur möglich irgendwie gemeistert. Wir haben viel uns helfen lassen, also dass Leute auch einen Kuchen mitgebracht haben oder gestern Mayas Patentante, die hat noch ein paar Oliven und Dip mitgebracht, da mussten wir nichts vorbereiten. Also sehr entspannt. Wie gesagt, eine Platte haben wir beim Türken machen lassen, die steht schon hier, zeige ich euch einmal. Ja, sehr schlau, Lisa. Die ist noch eingepackt. Ich zeige dir euch nachher, wenn die ausgepackt ist. Wobei, vielleicht kann ich hier so reinlunzen. Also es ist einfach so Antipasti, also Feta, Oliven, Peperonis und halt ganz verschiedene Dips. Ja, und dazu kann man natürlich dann so Fladenbrot essen. Wir holen halt immer frisches Baguette. Und ja, das ist eigentlich ideal. Also die ist jetzt für 10 Personen. Ich sage jetzt mal, die reicht aber auch locker für 12, 13 und kostet 43 Euro. Und eigentlich isst das jeder gerne. Wir haben keinen Stress, keine Arbeit und genau, haben wir eigentlich gut gemeistert. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt ist die Maya 4, die Mali ist 7, Moritz ist 20 Monate. Und ja, ist irgendwie so Elternsein, ist so ein Zwiespalt zwischen auf der einen Seite richtig traurig sein, dass die Kinder älter werden, dass die halt keine Babys mehr sind oder keine, weiß ich nicht, bei Mali kein Kindergartenkind mehr. Sie werden halt immer größer, aber auf der anderen Seite auch Erleichterung, dass sie halt selbstständiger werden, muss ich auch ganz klar sagen. Ja, und was soll ich Ihnen jetzt noch sagen? Genau, ich mache jetzt, habe noch eine Kooperation für Instagram, das mache ich jetzt noch schnell. Und es war auch gar nicht so einfach, ich habe jetzt hier mitgefloggt. Immer nur so sporadisch und halt Instagram. Ich muss mal schauen. Wenn ich das vielleicht in Zukunft häufiger mache, dann nehme ich mir vielleicht einen Tag und mache dann kein Instagram, weil das ist wirklich irgendwie immer doppelt erzählen, doppelt zeigen. Und genau. Was ich denke ich noch mache, ist die Geschenke von Maya noch zeigen. Vielleicht morgen früh einfach, wenn Mali in der Schule und Maya im Kindergarten ist. Und ja, mehr wird das hier auch nicht. Und wie gesagt, seht es mir nach. Ich habe ewig nicht mehr gefloggt. Es wurde sich so oft gewünscht. Möchte halt die Kinder auch nicht, also eigentlich gar nicht am liebsten zeigen. Und weiß halt gar nicht, ob das dann so interessant ist. Aber genau, wir fangen jetzt mal so an.
Der Vlog geht dann im Februar online und dann wird es auf jeden Fall auch nochmal Food Hauls geben und ich schaue einfach mal, was wir so machen. Ne? Vielleicht gibt es auch mal ein Fragen-Antworten-Video mit Simmi zusammen. Muss ich mal fragen, ob er da Lust drauf hat, aber ja, so. Ich versuche es auf jeden Fall nochmal mit YouTube. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Ich kann euch den Tisch einmal noch zeigen. Folgt mir einmal unauffällig. So, jetzt muss ich mich so rumdrehen, weil sonst hier oben die ganze Bildergalerie ist. Oh, sieht man das so? Moment, ich drehe gerade die Kamera. Genau, ganz entspannt. Wir haben einfach Teller auf den Tisch gestellt. Kuchen. Hier kommt dann die Platte drauf. Und dann, ja, ganz, ganz gemütlich, ganz entspannt. Hallo an diesem Donnerstag. Oh mein Gott, ja. Ich habe vor einer Woche angefangen mit Filmen. Bin noch hier so am Glänzen, weil ich mich heute Morgen, habe meine neue Hautpflege ausgiebig getestet, genau. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, Moritz, bist du am Ausräumen? Ich habe es vorher noch nicht geschafft, die Geschenke von Maya abzufilmen. Das mache ich jetzt sofort. Moment. Achso, ich muss noch sagen, sie hat noch ein Freundebuch bekommen. Das ist aber heute schon wieder mit in den Kindergarten, wo wir natürlich alle auch reinschreiben mussten. Also Mama, Papa, Mali. Moritz, warten wir noch ein bisschen, bis er selber antworten kann. Und das Freundebuch ist schon mit. Die anderen Geschenke zeige ich euch jetzt. Also ein Hochstuhl von Babyborn, der sich hier perfekt zu unserem anderen Babyborn-Zubehör einreiht. Ein Crybaby, was sie sich schon letztes Jahr gewünscht hat. Genau, keine Ahnung, ich glaube, das kann weinen. Müssen wir mal noch genau ausprobieren. Dann noch hier Kuschelkatze. Das ist ein Charakter aus Mayas Lieblingsfernsehserie. Gabbys Dollhaus, beziehungsweise Hey Gabby oder Gabbys Puppenhaus auf Netflix. Und die Kuschelkatze hat sie auch noch bekommen. Von uns dieses Spiel bekommen. Hallo Fokus, die Knuffis. Das ist richtig cool. Ist so ein bisschen wie Jenga, nur mit so Knuddelbällchen. Und man muss halt immer einen rausnehmen und obendrauf. Ja, von ihren Freunden hat sie noch so ein Spiel bekommen. Sie hat noch Walkie-Talkies bekommen und die Katzenohren von ihrer Lieblingssendung. Genau. Cool Maya hat sich eine Murmelbahn gewünscht und wir waren da echt mega überfordert, weil da gibt es so viele und auch richtig teure und hochwertige. Wir haben uns jetzt erstmal für so No-Name-Produkte entschieden, um zu schauen, ob das denn so gut ankommt. Und wenn es gut ankommt, dann würden wir halt in was Hochwertigeres investieren. Aber da kannst du ja wirklich arm werden bei Murmelbahnen. Und die hier war wirklich nicht teuer, ich glaube 30 Euro und ist so der Hit. Die kommt hier richtig gut an. Mal schauen, wie lange der Hype anhält. Und dann, wie gesagt, gibt es vielleicht was Hochwertigeres. Mali dann noch hier diesen Schulbus von Playmobil. So, jetzt ist schon wieder ein paar Tage später, aber ich habe es einfach nicht geschafft, kontinuierlich immer durchzufilmen. Ist aber egal, ich hoffe, ich habe genug Material. Ich schneide das jetzt, lade es für euch hoch. Seht es mir bitte nach, ich habe ewig nicht gevloggt. Ja, trotzdem kommt es jetzt online. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Versuche, wie gesagt, in Zukunft hier ein bisschen aktiver zu sein. Und ja, dann wünsche ich euch wie immer an der Stelle einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns ganz bestimmt bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.